So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle, Trivolos Let's Play. Eine neue Runde HQM Space Astronomy. Und bei mir mit dabei der Street Digger 2 Typ. Einen wunderschönen guten Hallo Typ. Und der Marcel Typ. Hallo Typ. So, mit den Tesseracts, da kann ich jetzt nur sagen, wah, 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 wah. Hat nicht funktioniert. Und zwar, Entschuldigung, falls das Bäuerchen da gerade durchkam. Und zwar habe ich das Ganze vorkonfiguriert oder konfiguriert halt, dass er hier Flütz verschicken soll, wie auch immer. Und jetzt scheint entweder der Mechanismus-Tank das nicht mitzumachen oder aber der Tesseract. Eins von beiden scheint da das Ganze nicht mitmachen zu wollen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, Speed-Upgrades reinzuhauen. Und zwar 3 Stacks. Speed-Upgrades waren, glaube ich, auch in diesem Pack nicht so besonders teuer, ne? Nee, absolut nicht. Das ist Jack wie Büchs, kommen auch jedes Mal 4 Stück raus. Das ist in Ordnung. So, ich lasse ihn jetzt halt erstmal anlaufen. Wir sind bei 11.000 RF per Tick. Das Ganze verpufft im Moment leider noch. Das stört mich so ein bisschen, dass die Energie am Wegverpuffen ist. Aber das wird sich in naher Zukunft ändern. Kappa. Kappa. Ich könnte mal so eine Capacitor-Bank bauen. So. 16. Mach gleich die großen. Das rentiert sich dann wenigstens. Ja, die Capacitor. Also die, wo du das Rezept vordefiniert hast. Ja, das sind die kleinen. Warte mal. Hä? Capacitor-Bank. Ja. Achso, das sind 5 Mille. Ja, okay. Gut, passt. 5 Mille ist rasend schnell voll. Jetzt hätten wir noch Capacita. Mamacita! Haben wir eigentlich irgendwas, um Glowstone herzustellen? Nein. Glowstone? Wo ist das denn ertragreich? Nein. Was? Schmelzen und dann kommt der Smooth Glowstone raus aus dem Mod Practicalities oder so ähnlich. Den kenne ich ja gar nicht. Den Mod. Weiß auch gar nicht, was der macht. So wie ich die Sache sehe, ist es gerade schiedegal, wo wir da reinhauen. Es gibt überall maximal 4. Ja, ja. So. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Kuhfarm läuft. Wir haben jetzt die ersten Millibuckets von dem Pink Slime. Insgesamt 318. Ich war sogar noch unterwegs und habe manuell noch Kühe da reingepackt. Das hast du gut gemacht. Geht. Das war, ich würde fast sagen, in WoW würde ich sagen, das war sehr Raid-fördernd von dir, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund, mein Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel, mein Alter. Ich bin nicht dein Alter, mein Freund. Ja, und immer so weiter. Und so immer diese Kanadier. Und so steckt man dann plötzlich voll drin. Was braucht man denn für die Vibrant? Ja, genau. Nee. Also die Vibrant ist die mit 25 Mille. Millionen. Ja. Dann mache ich erstmal nur die Capacitor. Vibrant Alloy und sowas, das wird automatisch hergestellt. Das brauchst du bloß in Auftrag geben. Das Rezept für die Vibrant Alloy. Und Vibrant Crystals. Achso, ja. 32 das Emeralds. Nicht. 32 Emeralds hätten wir. Wie viel? 32. Klaus, möchtest du nicht mit mir schlafen? Ohne Worte. Ohne Worte. Ohne Worte. Ernsthaft? Diese Stille gerade. Ja. Die habe ich gar nicht bemerkt. War so ruhig, dass du sie nicht bemerkt hast, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, bei den ganzen Materialien, die wir haben, 16 Stück davon. Hammer, 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 Hammer. To craft 16. Feuerfrei. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, mach ruhig. Hätte vielleicht auch Baker so gesagt. Weil das ist ja immerhin der Mann, der immer sagt, hätte ich so gesagt. Ja. So, Vibrant Capacitor, wupp dich. Wir haben nichts. Was brauchen wir denn? Oh, schon wieder die falsche. Was brauchen wir denn dafür? Ja, genau, das Ding. Haben wir dafür ein Rezept? Nein, haben wir natürlich nicht. Wir haben kein Rezept für dieses Octatic.
Dingen. Warte, mache ich gleich fertig. Wir brauchen auch mehr als 16 von den Vibrant. Oktadik. Ich habe es wieder, ne? Ja. Okay. So sprach er. Da. Das sind 6 und 5. Ach komm. So, ja. Feuerfrei. Ja, oh, herrlich. Was denn? Okay. Ja, ich versuch gerade das Rezept zu machen, aber du brauchst dann die Inkredenzien. Oh, der feine Herr braucht die Inkredenzien. Wie sieht denn das aus mit Electrical Steel? Steel. Können wir craften? Ja. Haben wir aber nicht da. Mach ich mal einfach. Warte, ich mach grad Double Layer. Ich hab es hier da. Da brauche ich das auch. No crafting CPUs are available. Ja, da muss ich auch vielleicht noch ein bisschen. Ja, da musst du ein bisschen gegensteuern, ne? Das ist nicht schön. Ja, ich weiß. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Ja, jetzt sitze ich hier und warte wie so ein Ölgötze. Mm. Wir könnten ja auch einmal hier auf Mars gehen und den Ding kloppen. Nö. Nö. Gut. Ich kann, während wir uns die Zeit hier vertreiben und Klaus mir eine Rückmeldung gibt, ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, so für eine Bank wollte ich das herstellen. Ich kann ja mal hier so die Dash-Tools machen. Dash-Pickaxe, Dash-Axe, Dash-Shovel und Dash-Hoe. Das sollte ja nicht so besonders schwer sein. Dash, das ist wahrscheinlich ganz stinknormal. Nö. Oh, der braucht Dash-Sticks. Oh. Dash. Dann brauchen wir 2, 3, 4, 6, 8. Ich glaube, irgendwo hängt der, glaube ich. Das ist richtig. So, dann eine, die können wir eigentlich so machen, eine Dash-Spitzhacke, eine Dash-Axt, eine Dash-Hoe und eine Dash-Schaufel. Waren das alles? Das war alles. Und wir erhalten eine Sticky Dash Pickaxe. Ein Dash Helm, ein Dash Chestplate, Dash Leggings und Dash Butch. Claim Reward. Yay. Sulfur Tools geht nicht. Uranium. Uranium? Kann ich ja nicht sagen. Ja, ich weiß nicht, was er dafür braucht. Uranium Pickaxe. Uranium Gem. Aha. Den kriegst du aus Uranium-Ohr aus More Planets. Es muss auch genau das sein. Ja. Warte das mal. Ist ja kacke. Ura, wir leben noch. Ich habe keine Ahnung, wofür das Dash-Zeugs ist. Ich pack's auf jeden Fall wie immer ins Applied Energistics. Ja. Aber ich habe gerade festgestellt, beziehungsweise gesehen, also diese Dash-Spitzhacke, die werde ich mal behalten. Diese, wie heißt sie? Sticky Dash. Die behalte ich mal einfach. Ich hau mal die beiden Tesseracts da nochmal rein. Ein bisschen Dirt noch. So. Dann flitzen wir, während Klaus hier rumsteht, anstelle zu arbeiten, an ihm einmal vorbei. Ja, ich habe gerade mal einen Claim rewarded. Wir gehen mal in den Keller, weil das muss jetzt erstmal von mir ein wenig überprüft werden. Also überwacht werden, würde ich fast sagen. So, wir springen einmal hoch. Wir springen nochmal hoch. Wir können nämlich noch was anderes machen. Wir können das Ganze natürlich computersteuern. Habe ich aber gerade gar keine Lust zu. Wir reißen hier auf jeden Fall computersteuerungstechnisch erstmal alles nieder. So. Ich habe da erstmal, das kann sich natürlich wie immer jederzeit ändern, wenn ich irgendwo was im Netz finde oder wenn einer meiner findigen Zuschauer oder einer von Klaus findigen Zuschauern sagt so, das könnte den Jungs helfen. Dann schauen wir uns das natürlich auch wie immer an. Und dann sagen wir, nee, das ist outdated. Habe ich auch schon gehabt. War sehr schade eigentlich. Mir hat da ein Zuschauer was geschickt, auch irgendwie was Schaltungstechnisches oder so. War aber leider komplett outdated. Fand ich ein bisschen schade. Ja, hat nicht mehr funktioniert mit der aktuellen Big Reactors Version. So, wir können aber was anderes machen. Wir gehen jetzt in den Mod Nuklear. Das heißt Nuklear. Nuklear Controls. Controlsens. Da haben wir einen Reaktormonitor. Der sollte eigentlich auch für die Turbine funktionieren.
Haben wir da nicht extra einen für die Turbine? Nee, haben wir nicht. Remote Thermal Industrial Information Energy Counter Average. Ja, dann muss das der sein, aber Reaktor ist das ja nicht. Ja. Ich wollte nämlich mal so ein schönes Advanced Information Panel bauen. Und ich glaube, wir haben sogar fast alles dafür da. Uns fehlt ein Color Upgrade und ein Industrial Information Panel. Industrial Information Panel. Können wir das hier mal so getrost an uns nehmen. So, Okta geht auch. Industrial Information Panel. Wunderbar. Was habe ich gesagt? Was fehlt uns noch? Dieses komische Color Upgrade, ne? Aha. Ich glaube... Es ist egal, was für Farben da sind, ne? Oder? Nee, du wolltest genau die große Capacitor-Bank haben, ne? Ja. Mit 25 Millionen RF. Ja. Okay. So Vibrant Alloy, genau. Einmal gelb. Bone. Einmal weiß. Was fehlt uns denn noch? Cyan. Cayenne, wie auch immer. Kommen wir da dann wieder ran. Swamp Flowers. Hä? Die gibt's nicht mehr. Swamp Flowers. Kann man das irgendwie mischen oder was? Blau und grün. Okay. Green. Einmal. Und dann einmal Lapis. Oh, so rum. Damit hätten wir auch das. Und dann schauen wir mal, was uns jetzt noch fehlt. Uns fehlt das in der rechten Ecke. Was ist das? Magenta. Magenta habe ich schlechte Erinnerungen dran. Ah ja, genau. Mit Rot und Blau und Pink zum Beispiel. Oder mit zweimal... Oh, komm, hier machen wir das. Wop, wop. Das ist ein Jetpack. Was? Und fertig. Oh, dann... Einmal Advanced Information Panel. Kriegen wir auch die Extender zufällig gebaut? Wie sieht's denn da aus? Iron. Block of Iron. Das ist falsch. Hä? Also ich... Das heißt auch gar nicht Iron, ne? Nö. Heißt es gar nicht.